Guten Tag und willkommen zur neunten und damit letzten Folge von KKK, ein Format, das sich wirklich lange gehalten hat auf meinem Kanal, aber immer nur so nebenbei gekommen ist, neben den Hauptformaten. Den Anfang macht heute Phil Laude, der hat ja so dieses Allmann-Zeug die ganze Zeit jetzt am Laufen, was auch ziemlich krass geklickt wird, viel besser als alles andere, was er macht. Und da hat beim Video Allmann im Freibad jemand kommentiert, Allmann beim wäre geil. Also man kann sich denken, wovon die Rede ist. Und weil in dem Video halt dieses Zitat oft gedroppt wurde, habe ich dann passend auch hier das wieder erwähnt. Safety first, sage ich immer. Vor über einem Jahr habe ich mal angesprochen, dass ich bei Chaosflow 44 bei seinem April-Scherz-Video geschrieben habe, dass ich das in weniger Zeit hinbekomme und dass ich viel besser schneiden kann als er so in a nutshell. Woraufhin er mich dann aufgefordert hat, das mal zu beweisen mit einem Video und ich habe das dann halt wirklich gemacht ein Jahr später. Chaosflow gewisses Triple, wer schneidet besser? Ein richtig geiles Video, das war auch echt ein spannendes Projekt, mal so ein Video nachzukonstruieren und es hat auch echt Spaß gemacht, da einiges auszuprobieren. In dem Video bin ich dann richtig detailliert darauf eingegangen, wie lange ich an den einzelnen Schritten gearbeitet habe, wie ich das alles gemacht habe, wo ich mir Zeit sparen konnte und so. Also es war sehr detailliert und dann habe ich tatsächlich von Chaosflow44 selbst mit 1,2 Millionen Abonnenten direkt einen Kommentar bekommen und der Kommentar, wie ihr hier sehen könnt, ist sehr ausufernd gewesen, ähnlich wie meine Beschreibungen während dem Video. Da ist dann nochmal umfangreich auf fast alles eingegangen, was ich da so gesagt habe und hat dann nochmal seine Sicht der Dinge geschrieben, so ein paar Insider noch rausgehauen, echt interessant, was er da dazu gemeint hat. Hat es auf jeden Fall ziemlich entspannt genommen, ganz locker, ich habe teilweise ihn echt so ein bisschen kritisiert so und er hat dann halt ganz objektiv und höflich einfach so seine Überzeugungen so erklärt. Dann habe ich zu dem, was er da detailliert geschrieben hat, noch so ein bisschen was geantwortet und vor allem war ich halt einfach so richtig geflasht, weil, wie ihr sehen könnt, nach 2 Stunden hatte das Video halt 20 Klicks und er hat es halt einfach gefunden und hat diesen riesen Kommentar geschrieben. Mit 20 Klicks ein YouTuber, der 1,2 Millionen Abonnenten hat, der am Tag 400.000 Aufrufe oder so macht, also schon richtig krass, als ob der so nichts zu tun hätte und den ganzen Tag nach Videos über ihn suchen würde. Ich war so krass überrascht, als das rausgekommen ist, weil ich habe halt während der Produktion von dem Video, da war ich halt einfach komplett überzeugt, dass der sich das nie und nimmer anschauen wird. So, ich habe noch drüber nachgedacht, weil er ja damals so das als Ansage gebracht hat, ja, mach's doch besser, dass ich dem dann da in diesen Kommentar so schreibe, ja, ich hab's jetzt besser gemacht. Es wäre richtig arrogant. Aber da hat er mich auf jeden Fall überrascht und das hat mich natürlich mega gefreut, weil ich halt, wie gesagt, damit null gerechnet habe, dass der das am Ende dann wirklich schaut. UFO361 hat ja Ende letzten Jahres den halbwegs vorausschaubaren Marketing-Move gebracht, dass er so behauptet hat, er hört mit seiner Karriere auf und dann Surprise hat er noch ein Album wieder gedroppt und macht jetzt wieder weiter. Weil es die Leute ihm aber zu dem Zeitpunkt größtenteils noch abgekauft haben, kamen dann halt auch viele Leute, weil es in die Trends gekommen ist, das Video, die halt UFO scheiße finden und die dann wieder rumgehatet haben, weil UFO ja Mumble-Rap auf Deutsch macht. Und in der Deutschrap-Szene haben wir ja diese Trennung zwischen Trap und Mumble-Rappern und dann halt so diese klassischen Rapper. Ich höre eigentlich beides, ich finde es immer scheiße, wenn man sich so auf eine Sache festlegt und dann das andere so hatet, weil man kann halt auch einfach beides feiern und dann hat man noch mehr zum Genießen und hat halt nichts, was einen so stört. Aber da bin ich wahrscheinlich ein Einzelfall mit meiner toleranteren Herangehensweise. Und dann habe ich den ganzen Leuten, die da wieder am Rumhaten waren, mal geschrieben, was ich davon halte, dass ich das einfach scheiße finde. Und ich habe vor allem geschrieben halt, dass UFO so einen eigenen Style, einen neuen Style habe ich geschrieben, das ist wichtig, einen neuen Style in den deutschen Rap gebracht hat. Und dann haben nämlich alle auch darauf geantwortet, so, ich will euch jetzt die Antworten gar nicht zeigen, das geht mir nur auf die Nerven, wenn ich mir das anschauen muss. Aber die haben sich dann halt alle aufgeregt, das ist doch gar kein neuer Style und das ist ja auch kein eigener Style, weil das hat er ja alles von den Amis geklaut. Aber im Deutschrap gab es das halt am Anfang noch nicht so krass. Und UFO war da halt schon einer, der so den Trap richtig krass vorangebracht hat und der auch heutzutage noch wirklich einer von den wichtigsten Trap-Rappern in Deutschland ist. Und dann auch mit diesem Gestöhne da, wenn er irgendwie so PBS so macht die ganze Zeit. Da kommen ja dann auch wieder alle, oh, das ist voll schwul und so. Aber es ist halt auch mal was Neues und ich finde es einfach immer geil, wenn ein Rapper sich mal was traut und irgendwas Interessantes Neues reinbringt.
Ich finde auch generell, dass man sowas einfach nicht haten sollte, sondern sich drüber freut, wenn man mal was ausprobiert, weil sonst hätten wir halt dauernd nur denselben Einheitsbrei und dann wird sich die Mucke ja auch nicht weiterentwickeln und dann hätte man die ganze Zeit dieselbe Scheiße, so, das wäre ja komplett wack. Von Joe Trank hatte ich ja schon mehrere Videos bei KKK, das ist generell für alle Leute, die ihn nicht kennen, so ein Erfolgscoach gewesen zumindest, also der hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht, aber bei ihm ging es halt um Produktivität und so und dann hat er halt plötzlich aufgehört Videos zu machen und die ganze Community hat sich Sorgen um ihn gemacht und dann ist er zurückgekehrt, bin wieder da, hier könnt ihr es schon am Titel erkennen, aber da war dann halt nicht mehr der disziplinierte Streber so, der davor war, sondern halt ein Kerl, bei dem wirklich stark der Verdacht aufgekommen ist, dass der sich ein bisschen ausführlich mit Drogen beschäftigt hat. Dementsprechend war dann halt auch die Community ziemlich schockiert von dem krassen Wandel, den er durchgemacht hat, während er keine Videos gebracht hat. Mit mir eingeschlossen, ich habe dann auch geschrieben, yo, genau sowas passiert, wenn man es halt einfach übertreibt. Also ich habe das so als Burnout so ein bisschen identifiziert, was da passiert ist. Dass man halt von diesem krass produktiven Kerl plötzlich so zum Drogen-Junkie und Hippie und so wird, der halt gar nicht mehr arbeitet, so. Generell hat man ja im Leben so zwei Tendenzen. Einmal, dass man halt so vom Kopf her was erreichen will und emotional sind die Menschen halt einfach drauf getrimmt, faul zu sein und Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Und wenn man halt dann die ganze Zeit nur am Arbeiten ist, dann unterdrückt man halt dieses Spaß haben und Leben genießen und irgendwann kommt man halt dann in den Punkt, wo einem Arbeiten völlig scheißegal ist und wo es einem halt nur noch darum geht, irgendeine Scheiße zu machen und sich gut zu fühlen, wie es halt dann bei ihm zu der Zeit der Fall war. Deshalb habe ich auch gleich an die ganze Community gerichtet halt zum einen meine Interpretation und dann halt noch, dass die sich, weil das halt eine Community ist, die sich auf Produktivität festgelegt hat, weil er halt diese Produktivitätstipps gegeben hat, dass die Leute echt darauf achten sollen, immer mal wieder Pausen zu machen, sich was zu gönnen. Ich meine, man hat nur ein Leben, deshalb arbeitet man ja, weil man was erreichen will in dem Leben, weil man das Leben ausnutzen will, diese Chance, die man da hat. Aber genauso ist es halt auch scheiße, wenn ich dann irgendwann im Grab lieg und die Leute sagen, boah, der hat richtig was erreicht, der ist reich geworden, hat Krebs geheilt und alles mögliche. Aber privat war der immer richtig scheiße gelaunt und voll das Arschloch so. Das ist natürlich auch nicht nice. Man muss natürlich immer darauf achten, dass man an dem Ganzen auch Spaß hat. Und so sehr man es auch will, man muss halt sich dauernd Pausen reinhauen und das sich auch was gönnen, damit man halt einfach gute Laune weiterhin behält. Und nicht einfach so auf seine Gefühle so komplett drauf scheißen und sagen, nein, ich muss jetzt Disziplin haben, ich habe jetzt gar keinen Bock, aber scheiß drauf, ich will hier was erreichen, ich arbeite jetzt weiter. Weil man dann halt irgendwann so zusammenbricht, wie ich es bei ihm gesehen habe. Der Mathe-Nachhilfelehrer Daniel Jung, den ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr auf der Schule seid und bei Mathe immer wieder ein bisschen Unterstützung braucht, macht so Nachhilfevideos für Mathe. Als Konkurrenzprodukt gäbe es da vor allem den Simple Club. Und beim Simple Club, die machen zwar sehr viel und die decken ja auch mehrere Bereiche ab, aber gerade bei der Mathematik, wenn man sich halt einfach so konzentrieren will, da lenkt einen dieses ganze Design da, was die haben, dass sie dauernd so Jokes bringen und irgendwie soll das so visually appealing sein. Das lenkt mich persönlich einfach nur ab von dem Stoff, den ich mir da reinhauen will. Und der Daniel Jung stellt sich halt einfach so vor eine Whiteboard-Tafel und erklärt da halt seinen Scheiß an ziemlich anschaulichen Beispielen und das finde ich halt zum Lernen deutlich besser. Weshalb ich ihm dann mal geschrieben habe, dass ich dieses simple Design halt richtig hart feiere. Und dann hat er mir überraschenderweise darauf sogar geantwortet, aber ich glaube, das ist zumindest zur Hälfte so eine Bot-Antwort, weil den hinteren Teil, wo er so ein bisschen Werbung macht für sich, also nicht ein bisschen, sondern ziemlich offensiv, den gibt es auch bei allen anderen Kommentaren. Und dieses Ich danke dir, das hatten wir auch in anderen Fassungen bei anderen Kommentaren. Also könnte sein, dass der halt einfach so einen Bot laufen hat, wo dann einfach die Namen dann passend eingetragen werden. Oder er hat es halt so als Copy-and-Paste-Text und ersetzt da dann halt immer so den Namen. Was natürlich kein geiles Gefühl ist, weil wenn ich schon eine Antwort bekomme, also ich meine, man freut sich ja sehr drüber, aber dann soll es halt keine Bot-Antwort werden, wo der was copy and pastet. So, da fühlt man sich ja eher verarscht, jetzt vor allem, wenn dann halt noch so eine Werbung da reingehauen wird. Vor einer Weile hat Jigsaw mit Nemo das Feature Wer rausgehauen. Released ist das Ganze bei Alpha Empire Music von Kollega und der hat halt letztens irgendwie einen Rückzug so gemacht und hat seine ganzen Videos gelöscht. Hat gemeint, dass er von irgendwem verraten wurde oder so und dass er jetzt eine Auszeit braucht.
Und deshalb könnt ihr hier auf jeden Fall, weil halt das Video mittlerweile gelöscht ist, nur meinen Smartphone-Screenshot sehen und nicht meinen Kommentar und den anderen Fancy-Shit, den ich hier immer einblende. Ich kann mich aber auf jeden Fall noch dran erinnern, was ich da geschrieben habe. Ich habe geschrieben, dass ich das extrem feiere, das Lied, weil Nemo hat ja zu der Zeit, Nemo hatte ja Capimo, wo es sehr viel Autotune gibt und das ist halt so ein bisschen poppig und tanzbar alles. Es war auf jeden Fall ein Album, das ich richtig hart gefeiert habe. Viele Nemo-Fans haben sich drüber aufgeregt, weil Nemo ja als Gangster-Rapper angefangen hat und dann wollten die halt so wieder harten Rap von Nemo haben. Und Wer war halt dann genau das und dann habe ich halt einfach geschrieben, yo, das Video knallt richtig rein, jetzt check ich, obwohl ich eigentlich dieses Poppige auch richtig cool finde, jetzt check ich, was die Leute da dauernd gemeint haben, dass sie wieder die härteren Sachen von Nemo haben wollen, was dann auch ziemlich gut angekommen ist. Benzo, das ist so ein YouTuber, der ein bisschen was über Motivation und so macht, den habe ich bei Gary V in den Kommentaren gefunden und dann bin ich auf seinen Kanal und habe mir das halt mal angeschaut, den habe ich jetzt nicht lange abonniert gehabt und bin da der große Fan, wie sonst immer der Fall ist in der Regel bei den KKK-Videos. Der hat halt das Video Play This at My Funeral rausgehauen und der ist halt krebskrank und hat da eine ziemlich eklige Verletzung in seinem Gesicht, dass halt sein ganzes Gesicht ziemlich krass verstellt einfach aussieht. Und er weiß halt auch, dass er jetzt ziemlich bald sterben muss. Und in dem Video hat er dann halt einfach drüber geredet, dass er das Ganze positiv sieht, dass er das Beste aus der Situation macht, dass er jetzt richtig Energie bekommen hat, dass er jetzt wieder pumpt und so und sehr viel arbeitet. Und dann war das halt so ein Motivationsvideo, dass er halt trotz dieser richtig beschissenen Situation, dass er halt bald sterben muss, das Ganze einfach optimistisch nimmt und das Beste draus macht. Und das fand ich natürlich großartig. Also ich hoffe auch, dass ich, wenn ich selbst mal in so eine Situation komme, das dann so optimistisch nehmen kann, weil wenn man es halt nicht optimistisch nimmt, dann wird es halt erst recht richtig hart beschissen so. Und dann habe ich ihm halt genau das als Kommentar geschrieben und halt noch angehängt, yo, ich selbst sollte mich eigentlich nicht so beschweren über die Probleme, die ich habe. Andere Leute sterben bald und hasseln trotzdem die ganze Zeit durch und genießen halt derweilen auch richtig das Leben und haben halt Spaß an dem Arbeiten, darum geht es ja immer. Nerdkultur, das ist so ein Kanal, den ich jedem hier ans Herz legen kann, der irgendwie so ein bisschen nerdiges Zeug einfach feiert, so Science-Fiction und Fantasy-Sachen bin ich ziemlich tief drin und der macht da halt Videos drüber, die auch extrem gut sind. Die Qualität, die der da bringt, das, wenn der das auf Englisch machen würde, dann könnte der da mehrere Millionen Abonnenten haben. Der macht echt richtig geile Videos. Da gibt es jetzt einen Shoutout von mir an der Stelle, wenn das so euren Interessen entspricht, dann müsst ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der hat zu mehreren Game of Thrones Staffeln so Recap-Videos gemacht, wo er halt nochmal so eine Analyse raushaut, wo er zu allen möglichen Szenen von der Folge einfach nochmal den Hintergrund erklärt und da halt den Game of Thrones Zuschauern nochmal ein viel besseres Verständnis gibt für das, was da jetzt eigentlich passiert ist und was das alles so bedeutet, weil es da halt echt manche Sachen gibt, die richtig kompliziert verstrickt sind in die Story und dann sitzt man da und dann, ach, das ist mir ja überhaupt nicht aufgefallen und es sind halt so richtig krass gute Ideen, die auch richtig gut dann umgesetzt sind, so, aber es fällt einem halt nicht auf, wenn man da nicht so der komplette Nerd ist. Und die Game of Thrones Staffeln wurden ja auch immer mit einem Jahr Abstand herausgehauen und dann ist man natürlich da wieder ein bisschen raus, wenn man die Folgen schaut. Das war auf jeden Fall ein hammergeiles Format und der hat halt auch ziemlich viel Ahnung, macht dann halt so filmtechnisch auch so ein bisschen Einblicke dahinter. Und ich will da jetzt keinen Spoiler raushauen an der Stelle für Game of Thrones für die finale Staffel, aber da gibt es halt eine Szene, wo ich am Anfang gedacht habe, dass es ein Deus Ex Machina ist. Wie von Nerdkultur hier auf meinen Kommentar geschildert, ist ein Deus Ex Machina eine Situation, in der ein unbekannter Charakter wie aus dem Nichts auftaucht und den Tag rettet. Und deshalb überhaupt nicht von der Geschichte davor vorbereitet wurde. Und das habe ich halt nicht so ganz gecheckt, weil das Wichtige war halt, dass es in dem Fall schon von der Story vorbereitet wurde und wir kannten den Charakter. Also es war halt nochmal so ein großer Plot-Twist. Aber in der Folge selbst hat man es halt überhaupt nicht erwartet so. Und es war halt kein Moment, in dem er jetzt so gesagt hat, geil Mann, Alter, was eine Überraschung, richtig cool. Sondern die Chancen für die Helden waren halt gerade so komplett scheiße, es sah so aus, als hätten sie jetzt verkackt. Und so in der allerletzten Sekunde kommt plötzlich der Plot-Twist und sie gewinnen dann doch noch, wegen diesem von mir falsch identifizierten Deus Ex Machina. Und da habe ich mich halt ziemlich drüber aufgeregt, wie auch ein Großteil der Game
Game of Thrones Community, aber er hat es halt in seinem Video nochmal so ein bisschen erklärt, dass es jetzt in dem Fall dann doch nicht so schlimm war, weil es halt eben schon in vielen Stellen vorbereitet wurde. Der Funk-Channel Germania macht immer so Videos über deutsche Identität und auch so ein bisschen, was die Leute so denken. Finde ich sehr interessant und schaue ich mir auch an. Die hatten am Anfang ganz viele Rapper, durch die es halt noch einiges an Promo einstecken konnte, das Format. Die haben dann mit einem Counter-Strike-Pro-Gamer so ein Video gemacht, wo er halt davon erzählt, was er da so treibt, und er durfte halt nicht sagen, dass er Counter-Strike spielt. Und dann habe ich halt so gesagt, so, yo, was soll denn das jetzt, warum kann er das nicht sagen, Killerspiele oder wie? Und darauf hat mir Germania dann halt erklärt, dass das daran liegt, dass die halt eben ein Funkkanal sind und damit öffentlich-rechtlich. Und dann haben sie geschrieben, im Öffentlich-Rechtlichen darf keinerlei Art von Werbung im Video enthalten sein, also keine Product Placement so in der Form. Weder im TV noch auf YouTube, was aber nicht wirklich stimmt. Danach haben dann noch ein paar Leute geschrieben, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Danach habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt aufgrund einer GFS für die Schule. Und das ist halt Bullshit, dass die während ihren Videos nichts mit Werbung machen dürfen. Die haben halt so Limitierungen, dass sie ziemlich wenig Werbung machen dürfen im Verhältnis zu Privatsendern. Aber irgendwie so zum Beispiel bei Wetten, dass früher, da gab es ja auch immer die Product Placements, dass dann plötzlich da der Ferrari steht. Und wenn man jetzt nur anruft, dann hat man die Chance, dieses tolle Auto hier zu gewinnen. Auf dem Germania-Channel war dann auch mal Chima. Keine Ahnung, was der macht oder was der ist. Also die featuren halt ganz viele Leute, die auch teilweise echt unbekannt sind. Aber der ist auf jeden Fall schwarz und hat halt darüber geredet, was er von dem Umgang mit der AfD hält und wie er sich das eigentlich wünschen würde. Und da hat er halt gesagt, dass viele Leute so sagen, ja, das sind scheiß Nazis, mit denen darf man gar nicht reden, die sind alle komplett scheiße. Und dass er selbst es halt richtig beschissen findet, dass das halt so läuft, weil man dann halt einfach überhaupt keinen Austausch hat und man muss halt die Leute ernst nehmen und mit denen über die Probleme reden. Genau dadurch ist ja die AfD erst so groß geworden, dass halt diese ganzen Probleme mit dem Rechten in Deutschland jahrelang ignoriert wurden und überhaupt nicht angesprochen wurden. Und zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise hat man dann halt auch vieles verschleiert, so von Seiten der Politik und von Seiten der Medien am Anfang, wodurch sich die Leute dann halt verarscht gefühlt haben und dann ist halt diese AfD-Geschichte da so groß geworden, was man ja nicht so wirklich unterstützen kann. Der generelle Umgang mit der AfD ist ja immer noch, dass man sich einfach nur drüber lustig macht oder die halt so basht und so, oh, die AfD, die ist so scheiße und die sind alle dumm und sonst noch was. Und man will ja diese ganzen Leute, die die AfD wählen, davon wegbewegen, damit man damit keinen Faschismus und keine rechten Ideologien unterstützt. Und das kriegt man halt nicht hin, wenn man einfach sagt, oh, schaut mal her, ihr seid so richtig scheiße. Weil in der Situation denken sich die AfD-Wähler, okay, dann sind wir jetzt so eine eigene Gruppe getrennt von euch und wir müssen jetzt dagegen halten, dass ihr uns kritisiert habt, wodurch die dann halt noch mehr in diese Schiene reinrutschen. Also das ist das Dümmste, was man machen kann, aber so läuft es halt zurzeit. Und der kluge Herr Schima hat es erkannt, dass das einfach kompletter Bullshit ist und dass man mit den Leuten offen über diese Probleme reden muss. Offen über ihre Sorgen, die ja auch teilweise halbwegs verständlich sind. Wofür ich ihn dann sehr gelobt habe, weil es halt genau meine Ansicht ist, die halt irgendwie so keiner im Kopf hat zurzeit. Und der Kanal von der Weiß, eigentlich sind es ja so Amerikaner, soweit ich weiß, ich schaue die nicht, soweit ich weiß, aber auf jeden Fall haben die ein Video in Deutsch rausgehauen über Hass in Chemnitz, halt da war so eine Demo von Nazis und auf der anderen Seite war dann halt wieder die Antifa und so und dann war da in der Mitte die Polizei und die Nazis und die Kommunisten haben sich halt gegenseitig angeschrien, wie scheiße sie doch sind und haben da ihren Beef ausgetragen. Und da stand dann halt auch einer, der interviewt wurde und der genau das gesagt hat, was ich ja gerade im Fall von Shima gesagt habe, dass ich das gar nicht feiere, dieses mit der AfD muss man gar nicht reden, die sind nämlich so dumm. Ja, wow, Alter. Dann habe ich da erstmal meinen Kommentar gedroppt, was das für ein Bullshit ist. Und entsprechend dem Video habe ich dann halt noch gesagt, dass da auf beiden Seiten halt Leute stehen, die halt, die hatten halt alle einen unterschiedlichen Lebensweg und der eine hat das erlebt und der andere hat das erlebt, aber die haben halt alle Probleme und man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, yo, eure Probleme sind gar keine Probleme und dann ist die Geschichte gelöst. Nee, dann fühlt man sich missverstanden und dann geht es einem erst recht scheiße. Und anstatt dann einfach mal zu diskutieren und so entspannt, gibt es halt die ganze Zeit Krieg zwischen diesen Rechtsextremisten und Linksextremisten. Hass anstatt Verständnis, wodurch halt dieser ganze Konflikt, der an sich eine komplett aufgeblasene Sache ist, weil diese ganzen Weltbilder, die die Leute da so streng verteidigen, die sind halt alle nur im Kopf beständig so und die widersprechen sich schon, aber das heißt ja nicht, dass man sie jetzt deshalb die ganze Zeit hassen muss und beleidigen oder angreifen oder so. Und es ändert halt gar nichts, wenn man
man das tut, wenn man die andere Seite einfach die ganze Zeit versucht fertig zu machen. Dadurch wird nur diese Lagerbildung noch mehr beschleunigt. Und dann hat man da halt auf beiden Seiten Menschen, die eigentlich verständliche Probleme haben, aber die halt den anderen Leuten nicht zuhören wollen und die sich dann halt einfach selbst gedisst fühlen und sich gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf werfen und richtig Hass haben. Und das habe ich in meinem Kommentar dann halt kritisiert, dass das der letzte Bullshit ist. Ich meine, die stehen halt da und streiten die ganze Zeit, die beleidigen sich einfach nur, das führt zu überhaupt nichts, was ich dann an der Stelle mal verurteilt habe. Und vor allem wird der Konflikt halt nicht nur nicht gelöst, sondern der Konflikt schaukelt sich halt nochmal krass darüber hoch, dass sie das halt die ganze Zeit so hasserfüllt austragen. Wo wir gerade bei Nazis und Chemnitz sind, aus Chemnitz kommt auch Felix Kummer, der jetzt eine Rap-Karriere anfängt. Eigentlich ist es der Frontman von Kraftklub, aber jetzt macht er halt ein bisschen Rap so und der macht ziemlich interessantes Zeug. Und der hat halt als Alternativer damals ist er halt aufgewachsen in Chemnitz, wo es halt viele Nazis gibt und hat da halt ziemlich auf die Fresse bekommen die ganze Zeit, also wortwörtlich. Hat sich aber zu der Situation einfach sehr viele Gedanken gemacht, macht jetzt halt viel Zeug gegen rechts, so extra Konzerte und so. Und seine Musik geht jetzt halt auch in diese Richtung und auch generell über die DDR wieder so die Lage im Osten ist. Gerade da im Osten hat man halt diesen krassen Rechtsruck mit der AfD, was ihm als Alternativen halt gegen den Strich geht. Und weil eine Germania-Folge in der Regel halt irgendwie so 3 oder 4 Minuten geht und die Folge jetzt halt einfach fucking 9 Minuten lang war, habe ich erstmal das Kompliment geschrieben, dass es halt daran liegt, dass der Kerl richtig was zu sagen hat und dadurch wird die Folge dann gleich mal doppelt so lang. Wo wir uns gerade in dem Nazi-Hype so richtig wohlfühlen, geht's mit der Nazi-Keule im Dritten Reich weiter. Jetzt bewegen wir uns aber aus dem politischen traurigen Problem unserer Gegenwart hinaus. Das ist ja ein Comedy-Video vom Bohemian Browser Ballett. Die haben nur 200.000 Subscriber, aber machen eigentlich richtig geilen Satire-Content auf krass hohem Niveau, was die Videoqualität angeht und auch toll geschrieben und alles Mögliche. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und in diesem Video hat dann halt der Nazi-Gouverneur so in einem Nebensatz halt so gesagt, ach ja, ich vergaß. Und dann musste ich das halt nochmal so ein bisschen betonen so und die Leute, die es gesehen haben, fanden es dann auch ziemlich lustig. Puls Music hat jetzt so ein neues Format gestartet, da werden dauernd so Rapper und so analysiert und es geht einfach darum, generell wie es in der Deutschrap-Szene so aussieht, aber auch in anderen Musikbranchen und ich finde es einfach mega interessant, vor allem auch aus künstlerischer Perspektive. Und oft geht es dann halt eben um sehr interessante Newcomer, wo ich auch schon einiges aufgegabelt habe an neuer Musik und da haben die dann mal ein Video zu Young Kaffer und Sütçük Efendi gemacht, die kannte ich davor schon eine Zeit und war halt richtig geflasht, als ich die zum ersten Mal gehört habe, dass es halt wieder vollkommen was anderes ist. Also die haben echt einen krass eigenen Style, den es glaube ich sogar in den Staaten nicht gibt. Und weil ich selbst schon vor dem Video oft kommentiert habe, dass die jetzt mal dran bringen sollen, weil es halt mega interessant ist, habe ich dann in die Kommentare geschrieben, das wurde mal mies Zeit, aber halt nicht so nörgelmäßig so, endlich machen die mal hier mein Video. Sondern halt so, geil, Mann, Alter, ey, das wurde mal mies Zeit, die haben sich so verdient. Und dann hat mir der Friedel, der Moderator da von Puls, darauf geantwortet, dass es halt ziemlich aufwendig war. Und es war auch echt eine herausstehende Folge so. Da hatten die dann sogar noch ein Interview mit den beiden Rappern. So, und unser letztes Video ist von MacHorse, ein Tutorial für den Blockbuster-Mod. So in a nutshell kann man mit dem Blockbuster-Mod halt richtig geil Kurzfilme machen in Minecraft, weil man da aufnehmen kann, wie man sich selbst bewegt und das dann halt wieder abspielen kann und so kann ich halt irgendwie aufnehmen, wie ich 5-mal irgendeine verschiedene Aktion mache und dann kann ich diese 5 Aufnahmen gleichzeitig abspielen und dann habe ich halt 5 verschiedene Charaktere, die rumlaufen und muss nicht extra auf einen Minecraft-Server gehen und mir so ein Team zusammenstellen mit Leuten, die Bock haben aufzunehmen und dann muss ich mit denen einen Termin absprechen. Nein, ich kann einfach alles selbst machen und mich selbst halt entsprechend oft aufnehmen und das ist einfach mega die geile Idee und dann haben die da noch einen coolen Kameramod dazu und alles mögliche. Also ein kompletter Traum für alle Leute, die irgendwie Kurzfilme oder ähnliches in Minecraft machen wollen. Richtig der geile Mod. Wurde mir empfohlen von Skreos, der ja unseren Server für Lero gegönnt hat. Jetzt, wo ich das Video hier gerade aufnehme, bin ich kurz davor, den Dreh für Lero zu beginnen. Also die Synchro-Sachen sind schon alle fertig und dann geht's jetzt halt in die Minecraft-Aufnahmen eben mit dem Blockbuster-Mod. Und da war ich mindblown, als ich das gesehen habe, dass es den gibt und was der alles kann. Und da habe ich direkt geschrieben, Alter, wenn das wirklich funktioniert, so wie es soll, dann wird mir das den Dreh halt extrem
extrem vereinfachen, weil ich habe ja schon bei dem Kurzfilm mit dem kleinen Ritter Tribble, da mussten wir ja schon auf einem Server drehen und das war halt anstrengend, so die Darsteller zeitgleich hier zusammenzutrommeln und genau dafür ist halt der Blockbuster-Mod die perfekte Lösung. Und das Kamera-Editen funktioniert halt auch deutlich besser als zum Beispiel beim Replay-Mod, der ja die ganze Zeit auch noch abstürzt. Insofern habe ich da erstmal emotionsüberschüttet einen Kommentar geschrieben, wie geil das wäre, wenn das wirklich klappt, und es klappt halt wirklich und es rettet mir halt schon ziemlich den Arsch jetzt, weil es halt viel weniger Arbeit ist. Dadurch, dass man halt viel öfter drehen kann, weil man nicht dauernd auf die Darsteller warten muss. Und dann auch dadurch, dass man halt nicht jeden Clip einzeln exportieren muss, wie das beim Replay-Mod der Fall ist. Also beim Replay-Mod habe ich halt so gemacht, dass ich immer eine Kameraeinstellung gemacht habe und die dann exportiert und dann wieder die nächste, weil der dann halt nach 3 Kameraeinstellungen schon abstürzt und man dadurch halt einfach keine langen Projekte damit machen kann. Und bei dem Blockbuster-Mod ist es halt einfach möglich und jetzt kann ich da halt, anstatt dass ich für 2 Minuten, da habe ich halt vielleicht schon so 25 verschiedene Einstellungen und die muss ich jetzt halt nicht alle einzeln exportieren und dann wieder alles von vorne anfangen, sondern kann die jetzt halt alle in einem Flow, in einem Video machen und dieses eine Video dann exportieren und das ist einfach ein viel besserer Workflow, so was einem halt richtig Zeit spart. Da also ein großes Shoutout, falls ihr in dem Bereich auch mal was machen wollt. Und damit sind wir mit dieser extrem langen Folge von KKK jetzt fertig. Ich habe schon drüber nachgedacht, soll ich vielleicht dieses Video hier in 2 Teile spalten, weil es jetzt halt ziemlich lang geworden ist. Aber es ist natürlich ein schöner Abschluss, hier nochmal eine richtig lange Folge als letztes rauszuhauen. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann habt ihr es ja wahrscheinlich ziemlich genossen, sonst hättet ihr abgeschaltet. Ich könnte jetzt noch irgendwelche rührenden Abschlussworte hier raushauen, weil es halt das letzte Video ist jetzt tatsächlich, in dem ich direkt zu meiner Community reden kann, weil danach jetzt nur noch der Film einfach rauskommen wird. Die rührenden Abschlussworte habe ich aber schon in meinem Kanalrückblick rausgehauen, deshalb an der Stelle hier nichts, außer ein wir sehen uns dann bei dem Spielfilm wieder. Bis dahin, ciao.